Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Video und heute mal mit einer Restream-Aufzeichnung zusammengekratet. Und zwar hat der gute Crazy Cold sich mal bitte hingesetzt und eine Art Wer wird Millionär für mich vorbereitet. 15 Fragen aus verschiedenen Kategorien, verschiedenen Themen mit verschiedener Schwierigkeit. Ich habe es ein wenig zusammengekattet, weil das ging tatsächlich über eine Stunde oder knapp eine Stunde. Habe mich selber gewundert, kam mir nicht so lang vor. Ein wenig zusammengekattet, gute halbe Stunde müsste jetzt werden. Danke nochmal an Crazy. Fette Grüße gehen raus, war wirklich geil. Ein wenig blöd angeschaut habe ich mich vielleicht auch, aber manche sagen, weiß man halt einfach nicht. Auf jeden Fall, ich will gar nicht weiter schnacken. Nochmal danke fürs Vorbereiten und jetzt viel Spaß mit dem Video. Erste Frage. Wie lautet eine berühmte Sehenswürdigkeit? A. Harztunnel, B. Eiffelturm, C. Hunsrückmauer oder D. Alpenstraße? Eiffelturm. B. Ja, siehst du, das war doch einfach. Zweite Frage. Wie wird eine deutsche berühmte Stadt in Niedersachsen auch genannt? A. Fahrradstadt, B. Zugstadt, C. Autostadt oder D. Frag mich doch nicht so, ey. Ich sag B und D ist es nicht. Autostadt. Fuck, ey, ich weiß gar nicht, welche Stadt du meinst. Ja, da gibt's eine berühmte Stadt in Niedersachsen. Also recht bekannt. Ja, ja, schade, wenn ich jetzt wüsste. Autostadt. Autostadt. Niebes von Dengi wusste die Antwort. Ja, der wohnt in Niedersachsen. Ja. Die Antwort auch. Ich werde schon echt lustig bei der zweiten Frage zu failen, aber ich will sowieso alle machen, von daher. Ja. Komm, jetzt nimm die Fahrradstadt. Okay. A. Ich hab noch nie Autostadt gehört. Gut, damit wärst du in BWM tatsächlich schon raus. Es ist nicht die Fahrradstadt, es ist die Autostadt. Vielleicht kennst du Wolfsburg. Das ist der Hauptsitz von VW. Ich weiß, was Wolfsburg ist. Wer sagt denn zu Wolfsburg Autostadt? Das sagt zu Ingolstadt und München und Stuttgart auch keiner. Ja, aber das ist tatsächlich so. Wenn du Autostadt googelst, dann kommt Wolfsburg. Jetzt bin ich bei der Frage gespannt, da wirst du hundertprozentig lachen. Das ist eine Frechheit. Wer einen Türstopper besitzt, der wird manchmal A. Pimpern, B. Bumsen, C. Nageln oder D. Vögel. Kann ich dir sagen. Wer einen Türstopper besitzt, der wird manchmal pimpern, bumsen, nageln, vögeln. Hä? Mhm. Ich kann nicht mal lachen, weil ich nicht einmal irgendeinen Dunst habe. Es ist doch wie die Sadomaso-Szene, Alter. Ohne Scheiß.
Fällt dir da nichts auf, irgendwie? Also wenn du jetzt mit Anstoßen hingehst, ist es B. Aber es macht mir trotzdem keinen Sinn. Ich bumse gegen den Türstopper? Willst du bumsen? Der Rest macht für mich keinen Sinn, weil ich mit dem Rest überhaupt nichts identifizieren kann, mit B immerhin ein bisschen was. Ja. Nimm's einfach. Okay, das ist auch richtig. Bumsen wird normalerweise mit einem M nur geschrieben. Also die Tätigkeit. Dachte ich mir schon, ey, aber ich dachte, das war serious gemeint. Und der Türstopper, wenn du einen Türstopper kaufen willst, dann wird dieser auch als Bumsinchen bezeichnet. Und das wird mit 2 M geschrieben. Deswegen ist B richtig. Ein Blick nach ist das auf jeden Fall schon. GGWP, Alter. Okay, Rechtschreibung und Rechtschreibung und Grammatik. Wie werden Wörter bezeichnet, die sich nicht steigern lassen? A. Negatives Nomen, B. Vielsagendes Verb, C. Positives Pronomen oder D. Absolutes Adjektiv. Okay, ich dachte, jetzt kommt was anderes. Schick mal kurz. Ja, ich bin schon dabei. Wie heißt... Warte mal, steigern kannst du nur Adjektive. Muss es das Adjektiv sein? Ist richtig. Ich hab nur absolut verstanden. Ich dachte mir so, jetzt fehlt eigentlich das Adjektiv, ne? Deswegen habe ich gesagt, schick's mal. Ja, okay. Absolutes Adjektiv kann man nicht steigern. Fällt mir gerade ein Beispiel ein. Nee. Auf die Schnelle nicht. Ja. Wer oftmals Anglizismen benutzt, der A. benutzt englische Wörter in seiner Heimatsprache. B. ist auf ein Hormonmedikament angewiesen. C. spricht nur in Reimen. Oder D. hat Schwierigkeiten mit schweren Wörtern. Jetzt bringst mich... Also, ich war sofort instant Anglizismen, englische Wörter. Aber jetzt, wo du Reime... Nee, Reime sind kein Anglizismen. Schwierigkeit mit schweren Wörtern, das ist was anderes. Anglizismus ist englische Wörter. Naja, doch, muss es sein, weil es nämlich eine Challenge gibt, keine Anglizismen in CSGO. Das ist nämlich sauschwer. Ja, das ist auch richtig. So, nice. Die Frage kriegst du, denke ich mal, auch hin. Easy. Unter dem bekannten Mensa-Test versteht man A. Ein IQ-Test. Ein Kantinentest, ein IQ-Test, eine medizinische Untersuchung oder eine Belastungsprobe für Autos, da ist der IQ-Test richtig. Habe ich erst einen, das ist jetzt lustig, dass ich einen vor, keine Ahnung, 6-8 Wochen mal Video zu gesehen habe zum Mensa-IQ-Test. Die sind zum Teil echt einfach, zum Teil komplett behindert. So. So, jetzt kommt die geile Frage 7. Jetzt kommt die Frage 7. Ich bin offiziell eh schon raus, von daher. Ja, wo ich gesagt hätte, da hättest du spätestens Probleme gekriegt. Jetzt pass auf. An welchem Datum lief die allererste Episode von Wer wird Millionär? A. 6. Januar 1999. B. 3. März 1999. C. 3. September 1999. Oder D. 5. August 1999. Wenn es ja wenigstens verschiedene Jahre wären, ich war instant 2002. Ich dachte 2002. Okay, jetzt haben wir aber fuck immer das gleiche Jahr. Das ist ungeil. Da ich denke, dass du keine Logik da drin hast in den Antworten und du 6335 da stehen hast und zweimal die 3 da stehen hast. Aber wie gesagt, ich denke, du hast da keine Logik mit neu gebaut oder irgendein Auswahlkriterium. Ich habe keine Ahnung, es Sinn macht nämlich 6. Januar als Jahresbeginn, weil heißt bei RDL aber gar nichts. 5. August wäre Sommerpause. Aktuell. Warte, könnte ich da auch Spaß auf die Schnelle rückrechnen, welcher Tag das damals war? Ich glaube, damals war sowieso nicht Montag und Freitag. Jetzt ist ja bloß nur Montag. Ich glaube, das war sogar mal unter der Woche. Ja, war's. Ja, deswegen bringt mir das nämlich gerade nichts. Wenn es ich glaube, das lief sogar mal Sonntag, oder? Sonntag und Montag? Nee, das weiß ich nicht. Ich
nehme den Publikumszoge. In ja, Prozent, Publikum. Bitte. Gut. Ich schreibe das mal ganz kurz. September ist C. Ja, C. Niklas sagt, C, es ist C. C, C, ganz viel C haben wir. Ganz viel C haben wir. Ja. Aber ich sag, für mich ist jetzt die Ding, wir hätten halt Anfang März, okay, ist zwar wegen mitten im. Also du sagst aber, okay, Anfang des Jahres oder nach der Sommerpause oder da hast du immer so zwei Cuts. Wäre 6. Januar oder 3. September. August, wie gesagt, mittendrin und März auch mittendrin. Also ich kann es nicht sagen. Gehen wir da mal mit C. Ja, wir haben mehr C als irgendwas anderes. Und ja, gehen wir mit C. Korrekt. Es war der 3. September 1999. Also, die nächste Frage könntest du theoretisch, glaube ich, auch wissen. Es ist Latein, das Themengebiet. Sigmundus Freudus ist. Die bekannte Piloerektion ist nichts anderes als A. die Gänsehaut, B. Magenknurren, C. Rülpsen oder D. das kalte. Was war D? Kalte Füße. Kalte Füße. Pilo, also Fuß wäre P's oder Pedes sind die Füße. Und die anderen Wörter habe ich noch nie gehört. Also im Lateinischen halt. Mach mal an 50-50. Alles klar, gut, das dauert jetzt auch einen ganz kleinen Moment, weil ich leider kein Computerprogramm habe. Ja, sag mal einfach, was rausfällt. So. Und so. Bitteschön. Mach mal so. Oh, jetzt wo Magenknurren aber stehen bleibt, macht das halt auch Sinn. Mit Magenbewegungen, weil das. Der fluktuiert doch da auch, oder nicht? Oh scheiße, das macht jetzt nicht besser. Hättest nicht die stehen lassen können, Alter. Weil die war safe weg. Das war aber bei meiner Millionenfrage letzte Woche auch, ey. Wo ich zwei ausgeschlossen habe und genau die zwei fallen mir 50-50 weg. Oder was Mitte oder keine Ahnung, was das für Frage war. Aber für mich hat Magen heißt nicht Pilus. Oder heißt der Pilus? Nee, das ist doch nicht Pilus, ey. Also mit Magen Pilus, ey. Das ist schon ewig lang her, ey. Keine Sau benutzt im Lateinischen das Wort Magen. Du übersetzt da Philosophie, aber nicht Magen. Knurren. Wir gehen mal mit der Gänsehaut. Ich weiß es aber nicht. Bin mir da nicht sicher. Wenn nicht, muss ich es googeln, weil ich will es jetzt selber wissen. Die Piloerektion nennt man im Latein. Oder übersetzt auch Gänsehaut. Oder Hühnerhaut. Kannst du beides benutzen, ja. Erste Geschichtefrage. Jetzt wird's kritisch. Welcher US-Präsident hielt sein Amt nur für 30 Tage? A. John Tyler, B. James Monroe, C. Henry Harrison oder D. Andrew Johnson? Gut, dass ich A und B noch nie gehört habe. Ich habe von US-Geschichte absolut null Schimmer. Ich kann dir davon gar nichts erzählen, ohne Scheiß.
Wahrscheinlich kenne ich die deswegen fast alle nicht. weil der nicht mal bekannt ist. Ist schon ein bisschen mal her, der. Sind es überhaupt alles Präsidenten, die da aufgelistet sind? Ja. Ja, okay, weil ich nämlich gesagt, okay, Monroe, ich kenne nur Marilyn Monroe. Oder so ein Scheiß. Andrew Johnson? Nee, der Typ ist Andrew Dodson. Aber das ist ein Mathe-YouTuber. Es wird nicht besser. Ich habe absolut keinen Schimmer, ey. Haben wir nicht doch irgendeinen Joker übrig? Ja, den Zusatz-Joker. Also in dem Chat die richtige Antwort steht, dann war das mal Joker. Ja, ich hätte die Frage tatsächlich auch gewusst. Und zwar Henry Harrison ist er. Mit US-Geschichte. Stand auch im Chat. Also William Henry Harrison heißt der komplett. HH. Kann man sie sogar merken. Ja. Aber wie gesagt, US-Geschichte. Eigentlich irgendwas mit Geschichte immer scheißegal. Ja, aber wir sind ja jetzt schon bei den schweren Fragen. Daher ist ja, wir haben ja nur 5. Ja. Nee, 6 haben wir noch. Apeirophobie ist die Angst vor A, dem Wasser, B, der Dunkelheit, C, der Unendlichkeit, D, des Zufalls. Ich dachte, es kommt Arachnophobie, das habe ich zuerst verstanden. Ja, war ja so einfach. Apeirophobie. Ist griechisch wahrscheinlich. Also Wasser. Das heißt doch anders. Da kriege ich auch keinen Wortstamm irgendwo her, der irgendwas mit Aqua oder was zu tun hat. Unendlichkeit, noch nie gehört, dass es überhaupt gibt. Dunkelheit gibt's, weiß aber nicht, wie es heißt. Zufall. Ist Zufall nicht auch anders? Die Angst vor dem Zufall ist halt auch geil, weil halt eigentlich alles auf Zufall basiert. Ja. Das ist halt, da kannst du dich komplett schmeißen, also. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also permanent Angst, oder ist halt auch kacke. Ja, ja, im Endeffekt ja. Wir gehen aber mit dem Zufall. Ja. Das ist nicht richtig. Geil. Es ist die Unendlichkeit. Weißt du, wie die anderen heißen? Nee, das weiß ich nicht. Ich habe mir tatsächlich die Angst vom Zufall, da habe ich gegoogelt und ich habe nichts Anständiges gefunden zu. Dunkelheit habe ich mir gerade eben ausgedacht, tatsächlich, weil vorher stand da Luft. Okay, pass auf. Wasser heißt anders, das weiß ich auch, aber... Angst vor Wasser ist die Hydrophobie. Die Dunkelheit ist Achluophobie. Und die Unendlichkeit ist... Hä? Die Unendlichkeit ist Apeirophobie. Ja, hab ich doch gesagt. Zufall ist nicht richtig. Ach, ich hab schon Zufall ist richtig. Nee. Zufall ist nicht. Ja. Wir machen jetzt einfach mal weiter, als wäre nichts passiert. Jo. Nächste Frage. Wüsste ich persönlich tatsächlich auch. Fragt mich ja nur warum, weil Natur und Tier. Oh Gott. Feldmaus. Frage 11. Der Mauersegler ist ein Vogel, der eine Besonderheit hat. Er kann A. sich im Flug paaren, B. bis zu einer Tiefe von 5 Meter tauchen, C. sich im Flug totstellen und nach unten gleiten, D. 10 Monate am Stück fliegen. Ich stell mir A lustig vor, ohne Scheiß.
und D machen keinen Sinn. Erreich mal wieder dezent, keine Ahnung, ne? Dann könnt ihr mal so rangehen nach dem Motto, ja okay, was könnte dem Mauersegler denn bringen? Was für eine Fertigkeit? Ich gehe mal, ja, das haben wir schon gedacht, deswegen schließe ich A und D ja aus. Ich gehe, was es denn so Adlerviech ist. Und es gibt schon Viecher, die sich totschauen, aber die sind auf der Erde. Jetzt, gut, da steht jetzt aber Vogel. Na gut, Vogel schließt, glaube ich, so ein Adler mit ein. Nö. So eine Tiefe von 5 Meter tauchen, das macht 5 Meter, das war trotzdem was, ne? Ich würde C nehmen. Wobei ich B dann auch ganz lustig fände. C ist nicht richtig. Okay, dann würde ich mit B gehen. Sag jetzt nicht, es ist dann A. Ist auch nicht richtig. Ach komm, Alter. Es ist D. 10 Monate kann er fliegen im Stück ohne Landen. Als ob, Alter. Warum? Für einen Mauersegler wurde dabei während 314 Tagen lediglich eine inaktive Phase von 2 Stunden registriert. Ach du Scheiße. Der Begriff Sklera bezeichnet die A. Kopfhaut, B. Lederhaut, C. Netzhaut oder D. Hornhaut. So eine ähnliche Frage hast du erst vor kurzem beantwortet. Was habe ich beantwortet? So eine ähnliche Frage beim letzten WWM. Sklera? Ja, so relativ ähnlich war die. Es kam das Wort nicht vor, aber eine Antwortmöglichkeit davon kam davor und da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Ich überlege, was ist die Definition von Kopfhaut? Bin ich jetzt blöd? Ich schließe mal Lederhaut aus. Das passt nicht in die Antworten. Bin zwar, wenn gehe ich ja nicht, soll ich nehme es aber mal trotzdem. Was nimmst du? Eine Netzhaut. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, was könntest du dir denn vorstellen? Lieber doch lieber das. Ich kann mir nicht vorstellen, warum man Hornhaut einen extra Namen geben sollte. Ja. Oder Kopfhaut. Für mich gibt es das Wort ja nicht einmal. Und Lederhaut fällt eh raus. Also dementsprechend ist das gestruggeltes Auswahlverfahren. Also du sagst Netzhaut. Ich sag Netzhaut und du weißt, dass es falsch ist. Ja, ist es auch. Es ist die Lederhaut. Wo ist denn Lederhaut? Ja, in diesem Auge. Ach, das Ding! Ja. So, jetzt bei der nächsten Frage. Frage 13. Ja, moin! Ich dachte einfach so eine lapprige Haut oder sowas. Jetzt ist das am Auge. Ja, komm, Alter, nee. Bio ist halt auch schon ewig her. So, jetzt hier Technik, da sehe ich dich. 13. Ja. Welcher Dateiname ist für Geräte mit dem Betriebssystem Windows nicht zulässig? A. Win. E. Con. C. TGL. D. W64. Dateiname, nicht die Endung. Dateiname. Sonst hätte ich Endung hinten dran geschrieben. Ja, ich habe nämlich bloß die Frage gehört, aber habe sie nicht verstanden. Ich dachte, es kommt sowas wie XLSX oder was auch immer. Hä, was? Du kannst das Dokument jetzt zum Beispiel nicht Win nennen? Hä? Zum Beispiel. Wenn Win richtig ist. Was ist denn das für eine Scheiße? Das habe ich noch nie gehört. Nehmen wir mal, ich würde es machen, kommt dann einfach Error oder was kommt dann da? Kommt eine Fehlermeldung, ja. Aber das muss ich ja fast einmal probieren, ey. Ich struggle gerade zwischen Win und W64. Warum?
Weil beides aufs gleiche abzielt, denke ich. Win welcher Windows und W64 welcher 64-Bit oder so. Aber eigentlich, du kannst auf jeden Fall Zahlen in Dinge schreiben, aber W64 sollte trotzdem gehen. Geh mal TGL. Das ist falsch. Nee. Das ist Con. Es ist echt Con. Ja. Du kannst mal gerne mal ein Textdokument Con nennen. Editor. Steuerung S. Desktop Con. Diese Datei nur ist für Windows reserviert. Wählen Sie einen anderen Namen oder wiederholen Sie den Vorgang. What the fuck? Die gibt's ja Bar, ne? Ja, gibt's. Con 0 AUX PRN COM 0 COM 9. Ja gut, das mit COM wüsste ich. Weil ich habe das auf Erbe gebraucht, COM 3 und COM 4 sind Schnittstellen. Dieses Jahr wurde zum 92. Mal diese Veranstaltung aufgeführt. A. Der Grammy. B. Die Golden Global Awards. C. Die Goldene Kamera. Oder D. Der Oscar. Ich wollte, bevor du die Antworten gelesen hast, Oscar sagen. Also nimmst du Oscar? Die Goldene Kamera gibt's noch nicht so lang. Würde mich jetzt hart wundern. Ich denke, den Oscar gibt's länger. Ja, nehmen wir mal. Oscar. Ja, da wärst du jetzt bei auch hätte 500.000 Waage gewonnen. Das ist richtig. Das sind so Sachen, die kriegst unterbewusst irgendwo mit, wenn du bloß durchscrollst. Ja, die ist mir tatsächlich eben in deinem Stream eingefallen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Grammy, Golden Globe und Oscar überhaupt ist. Ja, ich auch nicht. Das ist schon mal das nächste, wovon ich immer wieder keine Ahnung habe. Goldene Kamera ist doch deutsche Produktion oder bloß so ein Klump. Oder deutschlandweit oder was weiß denn ich. Frage 15. Was ist keine Galaxie? A. Draco. B. Sextans A. C. Shaolong. Oder D. Wolf, Lundmark, Melotte. Zumbix wird es wahrscheinlich wissen. Okay, jetzt hätte ich nämlich das M87 oder sowas mit reinnehmen können. Wenn was einfaches. Also. Shaolong habe ich glaube ich schon mal gehört. Sextans A. Wenn du das einfach hintan gedichtet hast, wär's frech. Weil das diese A und Klumpbezeichnung gibt's halt oft. Und diese blöde Antwort Wolf, Lundmark, Melott. Die können es halt auch geben, Alter. Draco. Kann schon mal ausschließen. Ich schließe C aus. Okay. Sextans A, Draco, Wolf, Lundmark, Melott. Muss ich mal wegen den Josef M. Gasner interviewen, ne, der wird's wissen. Scheiße, ey. Was? Das ist eine gute Frage 15. Da hättest auch irgendeinen an superhellen Stern nehmen können, das wüsstest du auch nicht. Bis auf Alpha Centauri, wüsstest das kennt, glaube ich, keiner einen. Als ich für diese Frage nachgeschaut habe, war ich erst auf dem Wikipedia-Eintrag von Galaxien aus Filmen, Comics und so weiter. Da kam mir dann irgendwann, als ich die letzte Antwort rausgesucht habe, das kam mir irgendwie komisch vor, weil ich gedacht habe, die hast du schon mal in Star Wars gehört. Ja, habe ich dann gemerkt, ob ich dann auf welcher Seite ich dann war. Blöd. Ja, Star Wars hat halt auch keine Ahnung, ne? Ich gehe mit Draco. Draco. Ich hätte nicht gesagt, dass du auf Draco gehst, weil Draco ist wirklich eine der bekanntesten Galaxien, die es gibt.
Draco-Galaxie. Die bekannteste ist immer noch M87. Bei mir. Und Sextans A gibt's, weil Sextans B gibt's auch. Ja, das habe ich gesagt, da hast du das A hinten dran gedichtet oder nicht. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn es A gibt, ja. Gibt doch Sagittarius A Stern, aber es ist ein schwarzes Loch. C oder D. Kannst du aber doch nicht sagen, dass jetzt C keine ist. Und es irgendwo anders gehört hat. Eine davon ist ein Schriftsteller. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Und zwar ein recht bekannter japanischer Schriftsteller namens Shaolong. Leider keine Galaxie. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch, Alter. Wolf Lundmark Millot. Ja. Gut, war aber geil. Es war absolut gescheitert.